So, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Teil Foundry. Wir sind immer noch in der Foundry-Demo drin und ich nehme jetzt im Prinzip gleich den zweiten Teil auf. Ich warte nicht ab, wie ihr reagiert, ob euch das Spiel gefällt, weil es mir sehr, sehr gefällt. Und wir gucken mal nach dem zweiten Teil, den lasse ich dann ein paar Tage online, um zu sehen, gefällt euch das auch, schaut ihr das überhaupt oder wollt ihr da mehr? Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim zweiten Teil von Foundry. So, wir können uns ein neues Research-Ziel aussuchen. Und kann ich den ja schon researchen? Der braucht 5 und 20 Sekunden. Logistik-Container. Also ein Container, wo wir... Ja. Jetzt das brauchen wir unbedingt, einen Container. Aber wo wir Sachen drin speichern können. Da können wir dann zum Beispiel hier diese Teile hier, die wir eigentlich herstellen, drin speichern. Das Ding ist, der stellt ja jetzt nur noch Platten her für die Fabrik da vorne. Wir müssten eigentlich hier nochmal einen Schmelzer hinstellen, der Platten für uns herstellt, damit wir weiter bauen können. Boah. Froschemalz. Entschuldigung. Weil der Output von dem Miner, der erlaubt es uns ja einfach nur einen Schmelzer hinzustellen. Da brauchen wir natürlich wieder Ressourcen. Und damit haben wir den Storage-Container erfolgreich researched. So, wenn wir jetzt hier so ein Teil anknüppern und dann noch ein Laufband unten drunter setzen, müsste der eigentlich sich selber füttern. Ja, top. Läuft. Panel habe ich hier lang gemacht, damit ich auch easy das Zeug einsammeln kann. So, wenn wir jetzt einen Storage-Container haben und den auch bauen können, dann könnten wir ja theoretisch das... Statt hier drin zu sammeln, in dem Storage-Container sammeln. Das gleiche mache ich jetzt da oben mit den Rods auch nochmal. Die hier übrigens alle gar nicht gebraucht werden, so viele. Wie sieht es denn mit den... Wie viel... Macht der durchgängig was? Ja, der macht durchgängig was, ne? Das sieht gut aus. Und bei dem... okay, der hat halt genug von den Maschinenparts und von den Rods. Der braucht halt nur ewig, um so ein Science-Pack rauszuspucken. Also theoretisch könnten wir so einen nochmal hinsetzen, der das gleiche macht mit den gleichen Ressourcen. Ich mache hier oben erstmal so einen zweiten Schmelzer hin, damit wir die Ressourcen bekommen. Dann kommt hier das Teil hin und dann brauchen wir nur noch Laufbänder, wo wir keine Materialien mehr führen. Top, sehr schön. So, jetzt kommt hier noch ein Laufband runter. Und er arbeitet. Steht eigentlich drin, wie viel pro Sekunde die hier rauskriegen? Da steht eben nicht drin, ne? Oder? Yield last minute. 33. 34. 35. 36. Kann man sich ja überhaupt gar nicht drauf verlassen. Was steht hier drin? Hier 20 pro Minute. 20 pro Minute, okay. Aber wie viel macht der Miner? Schwierig. Okay. So, ich baue mir jetzt mal ein kleines Lager. Am besten, weiß ich nicht, hier hinten. Wir können was Neues researchen, das ist sehr gut. Was ist das? Loader Second Lane. Okay, das ist interessant. Lights, Leiter. Door? Single. Okay, man kann eine Tür bauen. Conveyor Balancer. Was für ein Ding? Container. Warscanner Ignium. Science. Railings. Stairs. Stairs! Oh, okay. Weil wir ja gleich einen Container bauen wollen. Aber ich habe ja schon einen Container gebaut. Warte mal, was ist das denn für ein Container? Habe ich da einen super kleinen Container jetzt? So. Jetzt haben wir hier erstmal schön Foundations. Ich mach das, glaube ich, noch zu. Komm, ich mach das zu. Wir eskalieren. Wer weiß, wofür ich das noch brauche. Ich meine, so geht's ja auch. Man braucht ja keine Leitern, theoretisch. Aber wäre, glaube ich, trotzdem nicht schlecht. Das ist natürlich interessant, wenn das passiert. Man einfach keinen Research ausgewählt hat und die sich hier stapeln. Also theoretisch brauche ich gar keine neue Maschine, weil ich gar nicht so viele... gleichzeitig immer brauche. Die verbraucht er ja auch eine Zeit lang.
Wenn das hier voll werden sollte, könnte man eher überlegen, ob man hier einen Container hinbaut, der die abgrast. So, ich werde jetzt hier einfach zwei Container hinhauen. Machen wir erstmal die kleinen. Ich brauche für die Loader natürlich auch wieder Rods und Stangen und Plates und was weiß ich nicht noch alles. So, Research Complete. Also wir können uns das nächste aussuchen, was wir researchen wollen. Ich würde mal diesen Balancer, weil ich einfach nicht weiß, was es ist. Allows to split merge or balance to... Ah. Sehr gut. Das gucken wir uns an und finden heraus, wie das funktioniert. Ja. So, jetzt machen wir hier ein Laufband drunter. Ja, ich habe nicht genug. Kein Problem. So, wir möchten das nicht inserten. Wir möchten das outputten. Genau, sehr gut. Jetzt sammeln wir das Zeug in einem Container. Das machen wir hier oben auch mal. Putten das out, genau. Und wir brauchen sehr, sehr viel mehr Rohstoffe, um überhaupt das Band darunter zu bauen. Schön. Können das auch anders machen? Der löscht immer sehr viel auf einmal, finde ich. Ist das ein bisschen buggy? Oh, no power. Okay, okay, okay. Wir müssen wieder Biomasse sammeln, damit wir Elektrizität bekommen. So, jetzt können wir die Biomasse wieder in die Burner tun. Zack, 99. Und da oben tun wir auch noch was rein. In den anderen Burner. Können wir eigentlich auch mal versetzen, sage ich jetzt mal. Beziehungsweise die zusammenholen an einem Fleck, damit wir im Prinzip dann die leichter befüllen können. Ich weiß, dass mich dieses ganze Bändergefriemel hier noch sehr beschäftigen wird. Beziehungsweise wenn wir irgendwann hier nicht mehr durchkommen, weil hier zu viele Bänder rumschwirren, dann muss ich mir was überlegen. Dann muss ich das ein bisschen klüger angehen. Aber jetzt gerade, ich glaube, es ist okay so. Für die ersten Sachen. Das wird hier alles noch optimiert. Das ist ein Optimierungsspiel. Ne? Wir müssen ständig optimieren. So, jetzt haben wir es geschafft. Jetzt müsste das hier in den Container reinfließen. Sehr gut. Jetzt haben wir die Platten automatisiert. Und wir haben die Stangen automatisiert. Sehr gut. Ich bin am Überlegen, ob ich hier einfach noch einen Schmelzer hinsetze, der Platten herstellt. Wisst ihr, was ich meine? Einfach noch einen. Weil der hier... Nee. Der verwurstet das eigentlich schon so, wie es reinkommt. Obwohl, der nimmt eigentlich nur drei immer. Wie sieht's hier aus, wenn ich das jetzt alles rausnehme? Das ist es nämlich. Der nimmt hier immer 44 raus, weil das so, das schwankt so. Weil die das verdammt nochmal abbauen. Oh mein Gott. Das wird weniger. Fuck. Okay. Das schwankt so, weil die einen größeren Weg oder einen kleineren Weg haben. So. Wenn wir jetzt 50 machen, 40, sagen wir mal 40, wir machen 40. Und ein so ein Teil frisst 20 pro Minute. Dann haben wir einfach hier schon den Miner, die vier Drohnen, damit ausgelastet, indem wir hier zweimal Platten herstellen. Und wie sieht es hier oben aus? Ist das auch ausgelastet dann? Wie viel wollen die? 20 pro Minute. Und der stellt her 40. Ja, der baut das hier auch ab. Verstehe, verstehe, verstehe. Das heißt, wir haben unsere Miner Drohnen eigentlich schon ausgelastet. Jetzt will ich sehen, was diese neue Kupplung da kann. Wo kann ich die herstellen? Da. Stell mir mal her. Ich will wissen, was das kann. Was ist das Äquivalent dazu in Sartes? Dann weiß ich, was ich damit machen kann. Wisst ihr, was ich meine? So. Stellen wir hier mal statt einen Schmelzer in die Leiste rein. Zack. So.
Toggle Input Priority. Warte, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, kann man hier an dem festlegen, wo, also das Band jetzt hier, das nimmt gerade nur auf. Also das lässt nur durch. Also erstmal rein in die Maschine. Und wenn ich das so eingestellt habe, lässt das Band auch nur raus. Wenn ich das so eingestellt habe, dann lässt das Band nur raus. Und wenn ich das eingestellt habe, dann lässt er auf beiden Bändern raus, lässt aber hier drüben immer noch nur noch da rein. Da muss man wirklich... das springt ja alles, was ich weiß. Das ist interessant. Das ist wirklich interessant. Weil man das hier oben einfach so regeln kann. Ich wüsste, wie ich das verwende. Ich probiere mal was. Und jetzt versuche ich das, auf das Band hier drauf zu kriegen. Wie mache ich das? Wie mache ich das? Achso, auch mit so einem Teil. Ah, ja, sehr gut. Natürlich auch mit so einem Teil. Das ist mein Splitter. Das ist mein Splitter. Er splittet aber nur... Also das ist mein Splitter und gleichzeitig mein Zusammenführer. Mein Fusionator. Ein Zwei-Wege-Splitter und Zwei-Wege-Fusionator. Weil hier splittern wir jetzt. Und hier fusionieren wir wieder. Weil wir ja hier gar nicht so viel Stangen brauchen. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen können wir das eigentlich hier schön durchschieben und kriegen den Container schnell voll. Ich mache das trotzdem irre, dass hier noch was rauskommt. Warum? Priority. Das ist nur die Priorität. Aber nicht... Also kommen hier auch an der Stelle kommt mehr raus. Hier kommt ja auch was raus. Ganz offensichtlich kommt hier was raus. Aber anscheinend weniger als da. Ich weiß noch nicht, wie ich das finden soll. Ich weiß noch nicht, wie ich das finden soll. Wie viel passt hier eigentlich rein? Ah ja. 2, 4, 6, 8. So, 8 mal 200 sind 1600. 1600 Stangen. Hier, ich glaube nicht, dass der Stack... Doch, das ist auch ein 200er Stack. Okay, verstehe. Ich dachte, das ist ein 100er Stack bei den Platten. Okay. Gut, das ist jetzt schon mal, das ist schon mal klug jetzt hier. Und hier kommt immer noch genug an, oder? Ja, wir lutschen jetzt erstmal den Schmelzer alle. Oder haben das schon. Aber hier sollte ja keine Priorität existieren. Aber wir könnten Priorität auf das legen, damit das zumindest immer voll wird. Ist vielleicht doch gar nicht so dumm, aber irgendwie schwer zu berechnen. Weil hier steht ja keine Zahl. Wisst ihr, was ich meine? Das ist jetzt Try and Error hier, was ich jetzt mache. Ich habe eine Idee und versuche das jetzt zu erklären. Meine Idee ist, dass auf diesem Band zwar alles hier reinkommt, aber das Band mit den Stangen, was von da kam, ja voll war. Hier kam volles Band rein. Und hier wollte immer noch was reinkommen, was aber auf das volle Band nicht mehr gepasst hat. Wir haben ja nur eine Bandgeschwindigkeit. Wisst ihr, was ich meine? Deshalb passiert es, dass das, was übrig bleibt, was too much ist, hier rauskommt. Weil das hier nur eine Priorität ist. Diese Priorität schiebt aber alles darüber, solange diese zwei Bänder nicht insgesamt mehr bringen, als ein Band das da verträgt. Also aufnehmen kann. Ich glaube, das ist richtig. Ich hoffe es. Wir haben keinen Research. Wir müssen mal wieder researchen. Hier hätten wir demnächst das nächste Band. Ich weiß noch nicht, warum ich das noch nicht freischalten kann. Weil ich dafür die Zweier, die nächste Dings brauche. Und dafür brauchen wir den Scanner. Ah, okay. Dann forschen wir doch mal nach dem Scanner, der
Ignium. Also können wir im Prinzip demnächst nach Ignium scannen und das ist dann das neue Material, mit dem wir handeln müssen. Okay, jetzt haben wir hier ganz schön viel Bandsalat für ein paar Stangen. Jetzt hätten wir alles auf ein Band schieben können. Und dann hier unten erst splitten. Egal. Ich optimiere das sowieso nochmal alles. Jetzt müssen wir eigentlich warten darauf, dass der Scanner ready ist, um das neue Metall zu scannen. Hier ist auch viel drin, ne? Es wird schon eine Weile brauchen, bis der das alles... Aber dass das abbaubar ist, das ist natürlich, das ändert so auch so einiges, ne? Irgendwann. Es wird zwar sehr lange brauchen, aber irgendwann ist das halt alle. Meine Umgebung erforschen, oder? Warte mal, wo laufen wir jetzt hier hin? In das nächste Tal, okay. Einfach nachts Umgebung erforschen. Ich weiß gar nicht, ob es hier Gegner gibt. Das erinnert mich so ein bisschen an Minecraft jetzt. Das Reisen in Minecraft. Guck mal, wenn wir jetzt hier auf dem Berg sind, können wir nochmal gucken. Von hier aus vielleicht irgendwas. Nö. Nix. Also, wie rar ist das denn hier gesät, dieses Zeug, was man da abbaut? Also die Standardressourcen, die ich jetzt gerade abbaue, sind irgendwie schon... Also, okay, die Karte wird also größer auch. Verstehe. Kann ich auf der Karte meine Ressourcen sehen? Ja, da sehe ich die. Sehe ich die, weil ich die gescannt habe oder weil ich die meine gerade? Hier vorne ist auf jeden Fall Wasser. Das könnte noch wichtig werden. Gibt es hier Fall Damage? Ich stelle so viele Fragen. Ne? Gibt es Unterwasserressourcen? Ja! Es gibt Unterwasserressourcen. Ich habe gerade eine gefunden. Technum ist da unten. Die wird mir jetzt auf der Karte angezeigt. Und das ist sogar ein größeres Vorkommen als das hier. 19 mal 11 mal 15. Und das ist 11 mal 6 mal 11. Ah, okay. Der misst die X, Y und Z-Daten von dem Ohr. Ey, wie ich das gehasst habe in Minecraft. Ja, und jetzt muss ich es wieder machen. Klarer Negativpunkt von dem Game. Aber er zeigt mir noch meine Landing-Location. Das ist gut. Ich weiß zumindest, wie es nach Hause geht. Unknown Resources. Unknown Resources. Okay. Also er scannt schon irgendwas, aber er weiß nicht, was es ist. Wahrscheinlich, weil ich das Update jetzt noch nicht habe. Okay, dann haben wir ja ein bisschen Landschaft erkundet. Den Krater zumindest. Ey, dass wir auch wirklich in so einem riesigen Krater jetzt hier unsere Base bauen müssen. Müssen wir eben nicht, aber... Sag nicht, ich habe keine Power mehr. Das gibt's ja gar nicht. Ich glaube, die Bäume wachsen nach. Ich habe zumindest den Eindruck, dass die noch wachsen. Weil da unten sind eigentlich noch ziemlich viele und ich habe ja eigentlich schon viele abgebaut. Ich reiße jetzt einfach mal die Biomasse-Dinger ab und hau mir die hier unten hin, damit ich die besser kontrollieren kann und besser befüllen kann. Jetzt dürfte alles wieder funktionieren. Ja, sieht gut aus. Das da oben dreht sich auch. Top. Das researcht noch. Ich glaube, die farmen das immer noch ab, wenn die das dann unterirdisch machen. So. Und da stelle ich einfach hier nochmal einen Miner hin. So, jetzt haben wir hier nochmal einen Miner hingestellt. Und er müsste jetzt eigentlich loslegen. Ja, top. Und die fliegen auch da drunter. Das ist ganz gut. So, jetzt haben wir da nochmal zwei Schmelzer drauf gebaut. Einen Miner. So, die machen jetzt auch Platten. Das heißt, wir haben jetzt zwei Miner an dieser Stelle jetzt hier im Einsatz. Hier mal noch ein bisschen frei buddeln, damit es besser aussieht. Und damit die da vielleicht auch besser rankommen. So, und die fliegen jetzt hier runter und bauen das ab. Das ist schon mal gut. Also habe ich die mit den Foundations jetzt erstmal nicht blockiert. Wie sieht es jetzt mit dem Intake aus? 43 ist okay. Und die machen 48, das ist auch okay. Sehr nice. Gut. Dann mache ich das jetzt am dümmsten. Eigentlich müsste ich hier wieder zwei Foundations hinsetzen. Ich schneide die Miner hier ganz schön in ihrem Weg nach unten. So, hier ein Output, da ein Output. So, und dann verlegen wir jetzt Bänder.
ich das Band nicht nehmen. Weil ich nicht genug habe. Ja. So, hier machen wir jetzt eine Rampe rein. Und dann, zack. Top. Jetzt stellen drei Schmelzer Platten her. Okay, jetzt kommen gut viele Platten rein. Finde ich gut. Top. Und ich kann jetzt mal nach dem anderen Zeug scannen. Ignium. Da oben haben wir es doch. Ah, okay. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Aber das ist da oben. Und das ist auch so offen. Ist nicht unter der Erde. Beziehungsweise macht es ja erstmal Sinn, die Foundation mit den anderen Foundations da unten zu verbinden, damit wir hier oben Strom haben. Und wir brauchen Power. Wir brauchen Power. Es geht jetzt ziemlich schnell, dass die Power weg ist. Also er scheint das Zeug so zu verbrennen, wie es gebraucht wird. Also wenn wir wenig Geräte an der Power haben, dann verbrennt er das auch langsamer, als wenn wir viele haben. Habe ich den Eindruck. So, wir brauchen wieder Platten und Stangen. Ich glaube eigentlich nur Stangen, oder? Nur Platten. Sieht mir fast danach aus. Brauche ich mal einen Miner da oben hin. Dann gucken wir mal, ob die kleinen Mining-Drohnen das auch abmeinen. Oder ob wir da vielleicht einen anderen brauchen. Aber ich glaube nicht. Guck mal hier, wir haben einen zweiten Burner. Okay. Achso, den haben wir ja freigeschaltet, stimmt. Den baue ich jetzt gleich mal, um zu sehen, ob der jetzt vielleicht besser Strom produziert. Muss der ja. Hat der auch ein Panel oder was ist he doing? Ah, hier. Missing Fuel. Ja, tun wir mal hier rein. Also werden wir spätestens beim nächsten Mal dann Energieprobleme haben, denke ich mal. Ja, aber ich denke, das war's für diesen Teil Foundry in der Demo. Hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wenn es euch auch Spaß gemacht hat, vergesst den Daumen nach oben nicht, das Abo und den Kommentar. Wirklich, also schreibt mir wirklich, ob es euch gefällt, ob das euer Game ist, ob ihr das auch gerne spielt oder ob das überhaupt gar nicht so das ist, was ihr gucken wollt. Ja, ich wünsche euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Bis dann, ciao.